Komm mal hier rüber. Diese bezaubernden Omas, die hier sitzen, hallihallo, die habe ich mal zu einem Casting eingeladen in ein Studio hier bei uns. Und für einen angeblichen Actionfilm war das Ganze. Und die verschiedensten Gangsterdisziplinen mussten sie durchlaufen. Und ich kann euch sagen, diese Omas, die haben sich absolut großartig geschlagen. Ich hätte es echt nicht so erwartet. Hat es denn wenigstens, Renate, hat es denn ein bisschen Spaß gemacht? Ja, Logo. Bitte? Ja? Logo, klar. Was hat am meisten Spaß gemacht? Die Knutscherei mit dir. Alles klar. Wie sehr das Spaß gemacht hat, das seht ihr jetzt. Mein Name ist Hildegard Klingenkammer. Mein Name ist Edeltraud Renn. Ich bin Ilse Lang. Ich bin 81 Jahre alt. Wie alt sind Sie? 86. 86 Jahre alt. Aber immer noch ein Top-Schuss. Es geht um den Gangster-Oma-Film. Wir brauchen eine taffe Motherfucking-Oma. Ja. Da fällt auch mal ein Wort wie Scheiße. Schon mal gesehen, sowas? Schon mal. Berührungsängste damit, oder? Nö. Sehr schön. Ich arbeite mit Jugendlichen zusammen. Ich kenne das. Das ist den Polizistenschuss. Und den Badass Motherfucker Schuss. Was ist das für eine Schuss? Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Ihr habt euch mit der falschen Oma angelegt, Motherfucker. Ihr könnt mich doch alle mal am Arsch lecken. Erst knutschen und dann erschießen. Was läuft? Messer, Gabel, schwere Licht dürfen kleine Kinder nicht. Einfach mal eine Ohrfeige. Das, Dir eine geben? Ja. Endlich darf ich mal einen. Ja, aber da geht noch mehr, oder? Da geht noch mehr. Nee, ich will nicht. Ja, nee, absolut. Wir müssen dazu. Richtig? Das ist ein realistischer. Sehr gut. Sehr schön. Jetzt mal mit der anderen Hand. Sehr gut. Komm mal einer. Sehr gut. What's up, Motherfucker? Sonst knall ich dir den Kopf weg, du Arschloch. Die Oma ist eine Frau, die Ansagen macht, bevor sie jemanden abknallt. Ah, die kündigt das vorher an. Die kündigt das vorher an. Hasta la vista, Opi. Erst mache ich Selfies und dann knall ich die Bitches ab. So, du Fotzbock. Soll die Oma dir ein Zäpfchen geben? Bist du die Pissflitsche, die meinen Enkel entführt hat? Du sagst mir jetzt, wo mein Enkel ist. Sonst hänge ich dich an den Eiern auf. Nein! Na, das ist deine Knarre oder freust du dich, mich zu sehen? Das ist meine Knarre. Und außerdem wolltest du doch heute noch meinen Rasen mähen. Ich sorge alleine für meine Rente. Deine Mutter ist deine Oma. Und jetzt ist es endlich soweit. Der Trailer ist fertig. Sind Sie bereit für diesen Moment? Ja, Logo. Na, Logo. Gefolgt von YOLO, hätte ich jetzt fast gedacht. Diese bezaubernden Damen und ich haben ja ein Actionfilm-Casting zusammen gemeistert und den ersten Trailer für diesen Film, den seht ihr jetzt exklusiv hier. Erst nahm man ihnen die Rente, dann nahm man ihnen die Zähne. Aber was man ihnen nicht nehmen konnte, war ihr Stolz. Ach, ich mach euch alle geil, ihr Fotzen! Und als einer von ihnen auch noch der Enkel genommen wurde, waren sie plötzlich wieder da. Oh! Wo ist mein Enkel? Sag das sofort! Ich bring dich! Oh. Von den Machern von 50 Grannies of Grey, Jurassic Park Bank und Stirb mal langsam kommt jetzt ein neues Epos. Omageddon. Sie sind unbesiegbar, denn sie sind einfach zu viele. Omageddon. Aber nur für Erwachsene zwischen 80 und 99 Jahren. Wir haben ja letzte Woche was produziert, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit unseren bezaubernden Omas. Omageddon. Omageddon, naja. Hast du gesehen? Genau, wir haben unsere bezaubernden Omas, mit denen haben wir einen Filmtrailer gemacht. Und Hollywood fand den so geil. Die haben angeklopft, die haben angerufen und gesagt, ey, wir wollen jetzt mehr mit den Omas sehen. Deswegen haben wir sie nochmal eingeladen. Und jetzt seht ihr die größten und berühmtesten Filmszenen aller Zeiten mit meinen Omis.
Mein Name ist Hildegard Klingenkammer. Mein Name ist Edeltraud Renn. Ich bin Ilse Lang. Ich bin 81 Jahre alt. Wie alt sind Sie? 86. 86 Jahre alt. Aber immer noch ein Top-Schuss. Wir stellen heute berühmte Filmszenen nach. Welche Filme guckst du so gerne in deiner Freizeit? Actionfilme. Actionfilme? Kennst du The Big Lebowski? Habe ich mal gesehen, aber da war ich besoffen. Was hier noch als Regieanweisung wichtig ist, die haben beide Drogen genommen vorher. Ach so, ja, ich wollte immer kiffen, aber... Ja? Wir sind die Bruce-Plan. Machen wir jetzt schon. Haben Sie schon mal auf Koks gefickt? So, das ist super. Stell dir vor, du hast die Rewe-Tüten voll mit Einkauf und musst jetzt quasi in den fünften Stock. Und so atmet Darth Vader. Ja, das war jetzt ein bisschen horny Vader, aber... Den Sinn halten, ne? Ja, genau. Ja, genau. Jo? Komm auf die dunkle Seite der Macht. Alles klar? Ja, super. Mein Baby gehört zu mir. Und, was machen wir jetzt? Hebefigur? Hebefigur? Mit oder ohne Melone? Das hast du aber nicht zum ersten Mal gemacht, oder? Ach, so klingt das? Das darf mein Mann ja gar nicht sehen, da kommt er ins Grübeln. Das sind so Hobbitfüße. Die ein oder andere Oma kennt das von ihrem Ehemann wahrscheinlich. Ne? Kuckuck. Oh, nee, falscher Film. Du kannst nicht vorbei. Ja, Kuckuck. Jetzt muss ich mich auch bei dir bedanken. Ich liebe dich. Kein Problem. Warte. Riesenapplaus für unsere Omas an der Stelle.